Moin Moin und willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. Ja, wie ihr richtig bemerkt habt sicherlich, sollte das hier nicht mehr Minmus 3 heißen, sondern die Mission ist dann quasi Skylab 2. Das war nämlich auch die erste Mission, die zum Skylab hochgeflogen ist bei uns. Oh, stimmt ja. Sie heißt ja dann quasi Chaos 2. Denn unser Skylab heißt ja gar nicht Skylab. So, jetzt gucken wir nochmal, dass das Staging soweit passt. Die ersten Sektionen sind okay. Dann die Booster weg, dann das da, dann das da. Das hier ist nicht so schlau. Was ist das hier für eine Trennung? Der da. Der sollte schon irgendwie extra sein. Den können wir auch mal einen eigenen legen, weil ich denke, den werden wir hier so irgendwo aktivieren können. Dann kommt der Antrieb. Dann kommt irgendwann mal die Abtrennung. Die machen wir ganz nach oben, sicherheitshalber. Damit wir uns nicht den Antrieb wegschmeißen. Und ab geht's auf die Startrampe. Und wir gucken mal, dass wir die Station abfangen können. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ja, unsere erste Crew. Und da hinten kommt die Station. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir uns die schon mal als Ziel. Ich gucke nochmal, ob ich hier alles ordentlich gemacht habe. Zack, zack, zack. Jawohl. Booster abwerfen. Trennung. Nächstes Triebwerk. Sieht soweit alles völlig vernünftig aus. Das heißt, wir können jetzt eigentlich warten, dass die Station so auf 400 Kilometer rankommt. Und dann versuchen wir sie zu retten. Oder das zu retten, was noch zu retten ist. Hoffentlich. Denn wir wollen ja unsere Station sauber besetzen. So, 400 Kilometer und wir gehen auf Abfangkurs. Los geht's! Die Skylab-Chaos 2 ist offiziell gestartet und KP und Hedi haben ihren ersten Flug. Mal sehen, wie Hedi das so macht und ob er es hinbekommt, uns da sauber an die Station zu bringen. Im ersten Schwung sollte das eigentlich gar nicht so schwer sein. Die Rakete ist ja erprobt, wir wissen, dass sie funktioniert. Die hat uns ja schon sauber nach Minmus gebracht. Bis auf, dass wir jetzt oben eine etwas andere Payload drin haben, die sich aber nicht so sehr von dem unterscheidet, was wir vorher hatten, gehe ich jetzt eigentlich nicht von irgendwelchen unangenehmen Überraschungen aus, normalerweise. Also sollte alles ziemlich entspannt laufen. Ja. Witzig, dass bei uns die Nummer mit dem Chaos auch so schief gegangen ist. Gut, der Name hat es ja auch schon ein bisschen vorprogrammiert, muss ich der Fairness halber dazu sagen. Aber das Skylab hatte halt damals auch einiges an Problemen und wurde dann auch erst von der ersten Mission, die hochgegangen ist, quasi sauber in Funktion genommen. Und das wäre ja jetzt unsere Mission, die wir gerade nach oben fliegen. Das heißt, wir haben ein bisschen Strom da, um die ganze Station wieder zu beleben. Wir haben Piloten da, um sie zu steuern und müssen sie dann natürlich noch mit dem Resttreibstoff, den wir haben, in eine vernünftige Position bringen, damit wir nicht jedes Mal so einen riesen Orbit ansteuern müssen, was uns die Sache ja nur unnötig schwer macht insgesamt. So, wir haben die ersten paar Kilometer Höhe geschafft. Ich würde jetzt mal langsam ein bisschen mehr Gravity Turn reinbauen, glaube ich. Damit wir nicht zu steil kommen. Wir brauchen ja auch ein bisschen Fahrt insgesamt. So, aber wir sind gut unterwegs auf der ersten Stufe. Und ich drehe ihn jetzt mal runter. So, mal gucken, was da so passiert. Insgesamt. Da kommt die Station. Und wir müssen jetzt mal hier wird irgendwann jetzt gleich der Annäherungsbalken kommen. Wie weit wir es noch haben. So, ich glaube, die Ausrichtung ist ganz gut erstmal. Schön flach reingehen, denn wir müssen noch ein bisschen Speed aufnehmen, damit wir mit der Station mithalten können, weil die hat momentan ganz schön Affenzahn drauf. Ist auch über ihre Periapsis drüber und steigt jetzt wieder. Jetzt gucken wir mal. Also im Moment sieht der Annäherungsvektor ziemlich gut aus. Wir sind sehr gleichmäßig mit der Station. Nur ganz minimal eine Abweichung drin. Ich hoffe, wir kriegen jetzt gleich erste Bestätigung, wann wir treffen würden.
Wir haben noch ein bisschen Fuel übrig. Das Fairing lassen wir mal noch zu. So, komm hoch. Come on, come on, come on. Okay, wir sind hinter dem Target. Okay, nähern uns momentan der ganzen Geschichte aber an. Okay, nächste Stufe müssen wir zünden. Das tun wir dann auch mal direkt. Und gehen wieder auf Vollschub, um hier schnellstmöglich noch ein bisschen was mitzunehmen. So, wir verkürzen immer noch. Wir verkürzen immer noch. Okay, das wird nicht so eine gute Annäherung, wie wir sie beim letzten Mal hatten. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Weg damit und Licht an. Und dann müsst ihr hier irgendwo... Irgendwo müsste hier die Station unterwegs sein. Hm, war es noch zu weit weg, oder? Ach nee, die ist schon an uns vorbei. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Okay, wir sind auf dem Target-Dings. Das heißt, wir gehen jetzt zum Target-Retrograde. Und versuchen uns erstmal auf den gleichen Orbit zu zappen, damit wir die Kiste eingeholt bekommen. Das heißt, die sind schon irgendwo vor uns, hinter uns, über uns. Da hinten sind sie, 28, irgendwas Kilometer. Das heißt, wir müssen jetzt ordentlich Hackengas geben, damit wir die Jungs einholen können. Aber wir haben noch ein bisschen Sprit, wir haben auch noch ordentlich Delta V. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht irgendwie abstürzen oder so, aber auch das sieht gut aus. Und jetzt heißt es aufholen. Noch 400 Meter pro Sekunde... Geschwindigkeitsunterschied, aber stark fallend. Das heißt, wir sind der Station auf den Fersen. Und bevor ich nachher hier auch wieder irgendwie in Stromprobleme komme, mache ich hier schon mal unsere Panels raus, damit das nicht passiert. So, sieht gut aus. 200... 100... Sehr schön. Okay, 42 Kilometer Distanz und wir werden dann gleich, sobald wir sie aufgeholt haben, werden wir uns direkt auch in die Annäherung begeben, um uns die Station zu schnappen, da wo sie jetzt ist. So, dann gucken wir mal, wo wir die nächste Annäherung hinbekommen. Denn wir wollen diese Station abfangen, komme was da wolle. Und das kriegen wir auf jeden Fall auch hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wo wir das hinbekommen. Hier sieht es sehr gut aus. Schauen wir mal, wie gut wir das hinbekommen. Ja. Ah, guck mal. 5 Kilometer. Das sieht gut aus. Okay, also, wir haben eine 5 Kilometer Annäherung. Wir haben noch genug Fuel, um dann auch noch ein Angleichmanöver durchzuführen. Das heißt, wir können jetzt mal eine Runde um den Planeten drehen und sie uns hier hinten schnappen. Die Station. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Ohne, dass uns hier irgendjemand abnippelt oder so. Das sieht aber gut aus. Ja, da hat mich tatsächlich in der letzten Folge echt mein relativ liederlich konstruiertes Satellitennetzwerk ganz schön in den Hintern gekniffen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, sehr ärgerlich, aber so ist das halt manchmal. Lässt sich nicht mal ändern. So, wir sind im Anflug auf unseren Treffpunkt. Ich nehme den Zeitraffer jetzt mal raus. Wir haben ein bisschen was zu erledigen. Jetzt können wir mal unsere RCS-Thruster auch tatsächlich verwenden. So, wir haben noch 54 Sekunden, die wir runtertackern müssen. Und ich würde sagen, wir warten noch einen kurzen Moment, bevor wir uns angleichen. Wenn wir so unter die... Was nähern wir uns an? 5,7. Alles klar. Ich würde sagen, wenn wir unter die 6 fallen, beginnen wir den Burn. Also, wir haben relativ viel oder einen relativ gleichmäßigen Orbit. Wir kommen jetzt langsam auf 3,9 Kilometer ran. Das ist auch gut. Aber den gleichen wir jetzt nochmal ein bisschen an, dass wir einfach ein besseres Rendezvous hinbekommen. Und ja, ich sag mal so, wenn wir hier noch die gute Möglichkeit haben, Sprit mitzunehmen, dann gönnen wir uns den natürlich auch, weil wir damit ein bisschen mehr Sprit haben, um die Station wieder
auf den Kurs zu bringen, wo sie eigentlich hin soll. Das ist im Moment ja noch nicht ganz so ideal. So, schauen wir mal. 1,4. Jawohl, 400 Meter ist für mich okay. Dann können wir hier nämlich schon mal auf den Retrograde wechseln. Und dann ranzappen die 5 Kilometer. Also fueltechnisch alles noch völlig im grünen Bereich. Ich würde fast dazu tendieren, den Tank dann nachher abzuwerfen, aber das gucken wir uns gleich mal an. So, jetzt heißt es erstmal ran an die Chaos. Mit unserem kleinen Raumschiff. Das gar nicht so klein ist insgesamt. So, 500 Meter hatten wir gesagt, ist glaube ich die ideale Annäherung, die wir hinbekommen. 400 Meter sogar. Das heißt, es wird langsam Zeit für ein Bremsmanöver. Dann machen wir das doch mal. Ja, ein bisschen noch. Da ist sie, unsere Station oder unsere geplante Station. Schauen wir mal. 400 Meter. Jetzt wird Zeit, die Bremsung reinzuhauen. Okay, sehr schön. Jetzt kommt der spaßige Teil, nämlich die Drehung. Würde ich sagen, begeben wir uns mal in Richtung Station mit dem bisschen Monopropellant, was wir haben. Oh, das ist tatsächlich gar nicht mehr viel. Ich sollte das nicht so verschwenden. Igittigit. Ein bisschen was brauche ich noch zum Andocken. Okay, dann machen wir den Rest jetzt erstmal mit dem Kram hier und gehen schon mal wieder retrograde. Wie nah kommen wir ran? 0,1, also 100 Meter dran vorbei. Hoffe ich mal, dass wir nichts kaputt machen. Ich klappe hier auch schon mal unsere Panels ein, dass wir unsere Trefferfläche möglichst verkleinern. Igittigit, da habe ich ja jetzt ganz schön Monopropellant rausgeblutet mit meinen Aktionen hier. Gucken wir mal. Dann gucken wir mal, ob das irgendwie klappt mit dem riesen Pott hinten dran. Ich befürchte fast nicht. Dann werden wir wahrscheinlich uns tatsächlich von dem großen Sprit verabschieden müssen. Weil ich glaube nicht, dass wir mit dem bisschen Monopropellant, was wir noch haben, sinnvoll docken können, solange wir diesen Klotz hier mit uns rumtragen. So. Aber wir benutzen ihn nochmal für das Bremsmanöver. Dafür ist er auf jeden Fall gut. So, es schwankt so hin und her. Wir sind nicht ganz drüber, also eigentlich... Eigentlich müsste alles gut sein und wir müssten knapp dran vorbeifahren. Ich hoffe mal, das bewahrheitet sich. Ja, tut es. Sehr schön. Okay, da ist unser Docking Port. Das heißt, wir driften da auf jeden Fall jetzt noch mit voller Absicht dran vorbei, dass wir schon mal in der richtigen Richtung sind. Und dann limitieren wir hier mal den Thrust ein bisschen. Mit 10%. So. Sehr schön. Jawohl. Gut, jetzt haben wir auch schon mal ein bisschen Licht bei der ganzen Chose. Das macht es auch deutlich einfacher. Und wir bremsen. Ein bisschen hier rüber. Jawohl. Sehr schön. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Drehrichtung finden. Ah, da noch nicht so ganz. Da auch nicht. Die Richtung muss es sein. Ja. Sieht gut aus. Jetzt gucken wir mal. Das müsste unsere Docking Cam sein. Jawohl. So. Ah, der Winkel ist jetzt natürlich noch ein bisschen kacke. Aber daran können wir was ändern. Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal
2. So, und drehen uns schon mal retrograde. Oh, das war doch schneller als gedacht. So schnell wollte ich gar nicht sein. Dreh dich schneller, du Klotz. Eieiei. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie einrasten in die Station. Das wäre auch ungünstig. Aber eigentlich dürfte nichts passieren. Ich bin ja dran vorbeigeflogen. Also eigentlich sollte alles gut sein. So, Control from here. Das ist unser Zielport. Gut. Sehr schön. Dann lassen wir den jetzt hier langsam vorbeidriften. So. So viel zur Theorie. Jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Vielleicht kriegen wir es sogar mit dem riesen Pott im Nacken hin. Ach du Scheiße, das ist aber auch ganz schön knapp hier, ne, die Geschichte. So. Was für ein Gemanövriere. So. Wir kommen so ein bisschen aus der Richtung, das heißt, wir sollten auch gucken, dass wir ein bisschen dran vorbeischießen mit voller Absicht. Also irgendwie hier so hingehen. Zack. So ist der Drift. Okay, ja, das ist gut. Da müssen wir wirklich ein bisschen Schub in die Richtung geben. Okay. Jetzt hoffen wir mal, dass wir ein Docking-Manöver mit dem Ding hier hinbekommen. Und dann die Kontrolle übernehmen können. Weil wir bringen ein bisschen Strom mit. Und ich habe so die leise Hoffnung, dass wir es damit hinbekommen, die Station hier zum Leben zu erwecken, ohne größere Probleme. Mal gucken. Aber erstmal muss das Docking-Manöver sitzen, bevor wir anfangen, uns anzugucken, was an der Station noch funktioniert oder nicht funktioniert. Okay, okay, wir kommen relativ okay rein. Ein bisschen versetzt. Ich hoffe, das reicht trotzdem. Port zieht auch an. Wir scheinen dran zu bleiben. Sieht okay aus. Brauch jetzt irgendwie einen Moment hier. Komm. Habt euch gern. Bitte. Ja, sehr schön. Okay. RCS ist schnell wieder aus. Okay, wir haben Kontakt zur Station. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall mal beginnen, das Fuel hier umzupumpen, das wir noch haben. Gott sei Dank, wir können ja endlich Fuel umpumpen. Dann können wir uns nämlich schon mal von dem ersten Klotz hier hinten trennen. Den brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Zack, weg damit. So, das da ist aus und das ist auch okay. Das soll auch ausbleiben. Guti, wir können jetzt aber uns dann mal darum kümmern, dass wir hier alles in Betrieb bekommen. Und zwar Electric Charge. Wir hatten ja gesagt, mit Brakes kann man die Dinge ausfahren. Ah, hervorragend. So wird ein Schuh draus. Jetzt haben wir nämlich auch Strom an der ganzen Geschichte. Wir haben theoretisch auch ganz, ganz viel Kram für Essen, Wasser, Oxygen. Jawohl. Guti. Auch gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, also, das sieht doch mal nach was aus. Dann können wir mal anfangen, Crew zu transferen. Und zwar, wer auf jeden Fall rüber soll... Warum sind meine Solarpanels gerade wieder reingegangen? Ausfahren. Bitte. Danke. So, Transfer Crew. Wir wollen den KP transferieren ins Labor. Und wir wollen den Bob transferieren ins Labor. Sehr gut. So gefällt mir das. Der Hedy bleibt natürlich in seiner Kapsel hier sitzen, denn der fliegt ja das Fluchtvehikel. Und was wir dann noch machen müssen, ist wahrscheinlich ihnen eine echte Fluchtkapsel noch zur Verfügung stellen. Weil die ist jetzt natürlich
übergangsweise nur da, beziehungsweise für die Länge der Mission. Denn auch beim Skylab war es ja so, dass immer ein Apollo-Modul, also quasi so ein Apollo-Service-Modul, Crew-Kapsel und Service-Modul, das ist quasi der Part hier, wir haben es ein bisschen simuliert, weil wir können da keine drei Kerbals reinquetschen, die ganze Zeit da war, um auch wieder abzuhauen damit, weil die Besatzung damit natürlich angefahren kam. So, jetzt können wir mal gucken, wie es aussieht vom Strom her, wenn wir... Achso, ja, wir haben nicht viel zu researchen im Moment. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Science erzeugen. Zack, ab damit ins Labor. Schwupp, das sieht gut aus. So, was? Not enough Data Storage? Geh weg. Lass doch jetzt hier Data Storage. Und start research. Okay, scheint strommäßig stabil zu sein. Das heißt, unser Labor haut so weit hin, dass wir auf jeden Fall damit arbeiten können. Das ist schon mal ganz cool. Gut, dann müssen wir jetzt als nächstes gucken, dass wir hier unten auf unsere Periapsis kommen. Beziehungsweise ich würde auf der Apoapsis unsere Periapsis noch ein bisschen anheben wollen. Was ist hier los? Will er nicht? Mag er das nicht? Wieso mag er das denn nicht? Ich würde gerne mal Control from here machen. Geht immer noch nicht. Ich glaube, wir haben da einen Steuerungskonflikt, würde ich es jetzt mal nennen. Von hier auch nicht. Okay, das heißt, es sieht so aus, als ob wir das Manöver nur per Hand fliegen können. Warum auch immer. Okay, das ist mir jetzt nicht ganz klar, warum es nicht funktioniert, aber es ist halt einfach so. Irgendwas passiert hier aber. Oh, Freunde, könnt ihr damit mal aufhören, euch zu drehen? Warum dreht ihr euch? So. Aus irgendeinem Grund dreht das Ding. So, wir machen das mal aus. Ist jetzt besser? Also irgendwas konfliktet hier miteinander. Ich bin mir aber noch nicht sicher, was. Ist jetzt aber auch egal. Wenn wir jetzt gleich erstmal auf den Prograde gehen. So, wir sind da. Minuten und wir machen jetzt einen Control from hier. Ist alles nicht so einfach, ne? Control from hier. Okay. Das heißt, wir gucken scheinbar auch in die richtige Richtung. Ist gut. Und begeben uns mal dorthin. So, eine Minute noch. Das nehmen wir mal als die Zeit, die wir auch brauchen, uns dahin zu drehen. Jetzt können wir tatsächlich auch mal unser RCS ein bisschen benutzen. Wow, 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 wow. Er will irgendwo hin. Irgendwas ist hier eingeschaltet, aber ich habe noch nicht verstanden, was. Aber scheinbar will er auf den Prograde. Das kommt mir prinzipiell ja ganz entgegen. So. Konfliktet das irgendwie mit... Ich weiß es nicht. Eigenartig. Buggy Skylab. Na gut, aber es fliegt und damit ist es okay für uns. So, wir ziehen das jetzt hier mal so auf 100 Kilometer hoch. Okay, jetzt bin ich oben drüber, dann machen wir 110 draus. Okay, und jetzt kommt natürlich der spannende Part. Wie soll ich das Ding drehen, wenn der immer gegen mich arbeitet? Ich probiere mal kurz rauszuhüpfen und wieder reinzuhüpfen. Vielleicht wird das ja irgendwie dadurch besser. Ist jetzt zumindest meine Hoffnung. Und dann probieren wir das Ding mal auf der Periapsis zu drehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, mir ist gerade eingefallen, was das Problem ist. Ich glaube, der Flight Computer ist noch aktiv. Ich glaube tatsächlich, der Flight Computer ist noch an. Und macht immer noch, ja. Wo ich da die ganze Karte gesehen habe, ist es mir irgendwie wie Schuppen von den
Haaren gefallen. Jetzt kriege ich auch mein SAS sauber an. Ja, sehr schön. Okay, also der Flight Computer lief noch. Das war dann natürlich nicht so schön. So, jetzt machen wir aber mal ein bisschen Science für die Jungs hier. Startklar, damit die auch was zum Forschen haben. Also wir machen die Mystery Guder rein. Schwupp, 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 schwupp. Papp. Weg damit. Was auch immer er da meldet, das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Wir haben auf jeden Fall genug Platz im Lab und er packt es auch dazu. Also keine Ahnung, warum er sich beschwert. Wir nehmen das einfach mal so hin. Jetzt muss ich noch irgendwie... Ja, danke. Ich komme gerade irgendwie nicht an das... Da ist das Thermometer. Log Temperature. So. Und wir wollen noch das Materials Bay. Jawohl. All die saftige Wissenschaft ernten. All die saftige Wissenschaft. So. Ja, das dauert jetzt ein bisschen länger. Aber insgesamt sieht es gut aus. Also ich hatte die Fuel Cell ja auch deswegen rangebaut, weil ich noch ein Backup-System haben wollte, falls das mit dem Strom mal nicht ausreicht. Ich muss aber sagen, ich bin relativ begeistert, wie gut das mit dem Solarkram funktioniert. Deshalb machen wir da gerade relativ wenig Sorgen. Okay, so, dann haben wir hier mal die erste Fuhre Wissenschaft im Labor drin. Das sind 68 Punkte, das ist besser als nix. Ergibt jetzt natürlich noch nicht so viel Wissenschaft, aber es passiert zumindest schon mal was. Und den Rest bringen wir dann quasi von woanders mit. Guti, dann müssen wir jetzt nochmal den Orbit anpassen und das muss hier drüben passieren. Das heißt, wir warpen jetzt mal ganz gemütlich auf die Schattenseite des Planeten. Und dann kann ich nämlich auch mal was testen. Und zwar würde mich mal interessieren, mit welcher Geschwindigkeit wir Liquid Fuel und Oxygen verbrauchen. Ah, wir sind immer noch in der Sonne. Noch ist es nicht so weit. Oh, 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 jetzt geht's aber richtig los. Okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt muss ich die Fuel Cell finden. Oxygen Tank klingt vielversprechend. Alkaline Fuel Cell. Start. Okay, die läuft und verbraucht. Bissele Oxygen. Dafür haben wir echt viel, ne? Wie schnell kalkuliert sich das jetzt runter? Also im Sekundenbereich. Das sieht aber gut aus. Weil dann können wir die einfach laufen lassen. Hydrogen verbraucht sich auch relativ spärlich. Das ist gut. Okay, dann müssen wir jetzt in den Retrograde wechseln, weil wir wollen ja gleich bremsen. Und ich hoffe mal, ja, das kriegen wir ohne Monopropellant noch hin rechtzeitig. Und dann ziehen wir den Orbit hier so ungefähr auf 110 Kilometer auch runter. Dann haben wir einen schönen kreisrunden Orbit. Der ist dann leichter anzufliegen, auch wenn wir die Station mal versorgen wollen. Und ja, mit der Fuel Cell, das geht sich besser aus, als ich dachte. Also ich hatte da ein bisschen mehr Befürchtung, muss ich sagen. Aber das ist ja richtig, richtig, richtig angenehm. Ja, und dann müssen wir halt bei Gelegenheit mal mit einem anderen Raumschiff, ich habe hier extra noch einen Dockingport angebaut, den Hedi irgendwann mal abholen, weil im Gegensatz zum Skylab werden wir unsere Besatzung da natürlich oben lassen, damit die wilde Forschung betreiben und die ab und zu mal gegen andere Wissenschaftler austauschen, damit KP und Bob, auch mal was anderes sehen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, weil wenn ich jetzt gleich diesen lustigen Orbit hier einmal gerade gezogen habe, ist für heute Schluss. Dann ist schon wieder lang genug die Folge. Ich hoffe, es war für euch spannend und interessant zu sehen, wie das Skylab gerettet wurde. Und ich freue mich darauf, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. So, ist kreisrund genug fast, oder? Ja, machen wir gleich nochmal einen. In diesem Sinne korrigiere ich hier das gleich gerade nochmal schnell auf die 109 statt der 110, damit es wieder kreisrund ist. Und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid. Mein Name ist Robert. Und tschüss.